Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier in der Steinzeit in unserer kleinen wunderschönen Siedlung. Der Flachs blüht, der Hund, er ruht sich aus und die Leute, sie müssen knuffen ohne Ende. Denn wir haben nur ein schönes Projekt, wir wollen ja unsere Mauer erweitern. Und das heißt, wir könnten jetzt hier alles wieder verwerten. Und dann müsste die Mauer dann da drüben ganz schnell stehen. Ah, das geht auch, okay. Zack, nein, die möchte ich nicht wieder verwerten. Das wäre dumm. Nein, danke. So. Okay, das passt soweit. Hier wollen wir wohl die Mauer ab. Der Händler ist gekommen. Was hast du Schönes für mich, meiner? Ich brauche irgendwas. Ja, ein Schaf würde ich schon gerne noch nehmen, aber ich habe nichts, was ich dir geben kann für ein... Na doch, ein Schaf. Oh, 112 mittlerweile. Oh, das ist zu viel. Zurück, zurück, zurück. Und dann nochmal zwei Knochen. Ein Knochen reicht. So haben wir noch ein Schäfchen mehr. Für mehr Wolle, für mehr Wolloutfits. Für den Winter. So reicht man noch mit den beiden Sachen. Für den Sommer habe ich noch nichts. Aber der Flachs, der wird ja jetzt schön gepflückt. Das heißt, wir können hier auch Leinstoff jetzt herstellen in der Schleife. Und auch Leinoutfits. Aber wir brauchen noch nicht. Sicheln haben wir genug, ne? Aber Hacken, was war's? Hacken braucht man vorhin. Wo sehe ich die denn hier? 10 Hackenhammer. Wir bauen nochmal ein paar Hacken und noch ein paar Sicheln. Und noch ein paar Hämmer. Sperre brauche ich gerade nicht, aber könnten noch ein paar Bögen. Ja, ich baue nochmal 1, 2, 3 Bögen. So, hier geht es auf jeden Fall voran. Hier wird schön abgebaut, da wird aufgebaut. So muss es sein. Und so will ich dann theoretisch das Dorf immer weiter vergrößern, ne? Immer schön Stück für Stück. So, 10 Wissen erlangt, denn wir haben Leinen gesammelt. Das ist sehr gut. Es müsste gleich noch mehr Leinen kommen. Ihr baut den mal schön ab. Wir brauchen echt, ne, die Stoffe. Aber er hat jetzt gut zu tun, er hat jetzt Wolle, der hat Leinen. Der kann jetzt die ganze Zeit hier weben, unser schöner Weber. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir noch genug Platz. Da ist noch genug Platz. Das passt soweit. Das Gebäude kann ich noch nicht upgraden. Vielleicht gibt es auch keine Upgrades für. So, wie sieht's aus? Haben wir mal wieder Leder? Ne, haben wir nicht, ne? Wir haben nur getrocknete Häute. Das heißt, ich kann die noch nicht abtransportieren. Oh doch, hier eins ist schon da, Leder. Also sie haben Leder hergestellt, auf jeden Fall. Tannin, haben wir noch Tannin da? Tannin haben wir 18 Mal in der Siedlung, das ist okay. Wo hatte ich meine Tannin-Abbaustelle? War das jetzt hier hinten irgendwo? Tannin, ja, okay, das passt noch. Ein bisschen ist noch da. Das sollte reichen. Jetzt baut mal den Flachs hier ab, los. Bevor der eingeht. Und hier sind eigentlich genug Holzstämme da, ihr könnt die alle benutzen. So, da haben wir auch 10 Bögen hergestellt, gibt auch wieder einen Wissenspunkt. Also Wissen kommt mit der Zeit, ne? Man muss halt ein bisschen warten. Da sind... Was haben wir hier? Auerochsen. Soll ich mal wieder ein bisschen jagen gehen? Erwachsen ist... Aber die greifen mich halt auch an, ne? Das ist klar. Wir holen uns mal die ganzen Männchen und Weibchen, die Erwachsenen. Na ja, natürlich, jetzt geht er weg. Ja, okay, er bleibt da stehen. Ich habe nichts gesagt. Ist alles schick. So, hier kommt der Feuerstein raus. Stein haben wir wieder 15 Mal. Das passt soweit. Und mal gucken, wann das hier, das Mega-Projekt fertig ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Hier ist alles abgeholzt. Zack, einfach alles weggerodet. Aber es sieht trotzdem noch, es sieht schick aus, das Dörfchen. Ja, mit den 2, 3 Bäumchen hier drin noch. Die werde ich auch drin lassen. Es ist Trubel hier drin. Es ist echt Trubel. Es wird leicht gewuselt. Ein Auerochsenangriff, das ist ja klar, ne? Wie? Angreifen, abhauen. Okay, der ist tot. Da ist der nächste Auerochse. Das ist ein Wolf, will der mich angreifen? Der, wo ist denn die allein oder was?
Ja, okay, das heißt, wir haben jetzt genug Leder, genug Fleisch wieder. Das sollte passen soweit. Ist keiner gestorben, das ist auch okay. War also eine gute Jagd. Dich kann man scheren, das ist sehr schön. So, wir haben ein bisschen erlangt wieder. Thema Leinstoff wurde hergestellt. Wie viel haben wir denn noch? Oh ja, wir können jetzt hier herstellen ohne Ende. 6-mal Leinoutfit, 28-mal Wolloutfit, 1000-mal Wasser gesammelt. Wahnsinn. Ja, hier hinten der nächste Angriff. Ist schon tot oder was? Ah ne, da. Ja, ist tot. Okay. Also Ruhe heute haben wir jetzt genug. Das heißt, wir müssen hier Tannin bauen. Also Leder. Damit wir diese Steine abtransportieren können. Das gleiche da. Das gleiche da. Dann haben wir schon mal drei. Ein neuer Mensch wurde geboren. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Der haut ab und jetzt greift er an oder was? Ah, Hauptsache die stirbt nicht. Oh, die könnte... Nee, okay, er haut ab. Aber wir brauchen noch Megalithen. Wo haben wir denn noch welche? Die sehe ich dort. Dort. Was ist das da hinten? Das ist ein Megalith. Okay, so sehen die eigentlich aus. So sehen sie aus, wenn sie abgebaut sind. Boah, da muss ich ja echt weit für Megalithen gehen, ne? Drei Stück habe ich, sechs Stück brauche ich. Das ist ja echt der nächste Weg. Ja, hier abbauen. Boah, ey, hallo Megalithen. Ich hätte schon gern den Steinkreis fertig gebaut. So ist die 5 und hier ist noch welche. Das ist die 6. Okay. Das heißt, dann müssten wir genug haben. Speed wieder ab. Oh, ich sag's doch, ne? Also einer muss sterben, das ist okay. Schwund ist immer da. Leider. Das sind wir wieder 38, das passt schon. So, wir können aber was forschen. Wir können jetzt einen Schlitten forschen und danach die Brücken. Wollen wir das machen oder wollen wir auf Kupferzeit warten? Was kommen wir dann hier? Die kommen wir die Kupferminen, eine Holzkohlegrube, einen Erdofen, Metallschmied. Coole Sachen bekommen wir da, ne? Holzkohle können wir dann herstellen. Wollen wir jetzt, ja, wir können ja sparen auf die 20, ne? Oder Schweine? Da gibt es dann Fleisch und Leder. So, gejagt 5 Auerochsen. Wieder ein Wissen dazu. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen Wissen und dann gucken wir weiter. Okay, der ist anscheinend jetzt fertig. Kommt er jetzt dahin oder wie ist das? Ach du meine Güte. Er dreht sich. Das macht ein Mann. Alter, der ist starker. Der hat Muckis, ne? Oder machen da mehr? Okay, da machen mehrere mit. Ja, bis die Steine da hingebracht haben, dann ist ja Weihnachten. Okay, drei Mann jetzt schon. Ja, die Gemeinschaft schafft das, ne? Zusammen sind wir ja stark. Hier können wir die Prio wieder runtersetzen. Hier könnten wir noch die Prio rauf, dass wir immer schön Nahrung haben. Dass mindestens ein Müller immer was macht. Die kann ja noch Leinen machen, die kann ja noch Wolle machen ohne Ende. Könnten wir auch die Prio raufsetzen, ne? Dass hier wenigstens hier immer gemacht wird. Oh, eine Ziege wurde geschlachtet. Da gibt es wieder Leder. Sehr gut. Macht hier jemand was? Ne, scheint nicht so, ne? Ne, warum? Ne, keine Lust, wir machen hier nichts. Ne, kein Bedarf. Boah, ich brauche dieses Leder. Getrocknete Häute brauche ich nicht mehr. So, wo ist der Stein? Ist er schon da? Wo sind sie denn? Eine Ziege wurde... Oh, der erste Stein ist da. Geil. 5 fehlen noch. Dass ich jetzt aber die Materialien für den Schlitten nicht wieder bekomme, ist schon ein bisschen komisch. Die hätte man eigentlich wiederbekommen können, ne? Weil das ist ja jetzt
nicht verbraucht, oder? Ja, okay, ich sag nichts. Hier fehlt zweimal Leder. Prio hoch. Weil wir haben genug Tannin da, wir haben genug Rohe heute da. Da kann immer gearbeitet werden. Hey, ein Ziegenbock hier einfach mal durch. Der Händler ist da. Hallo. Irgendwas zum Forschen? Nein. Eine Ziege brauche ich nicht. Stroh. Stroh habe ich mehr als genug. Nee, dann brauche ich nicht. Das ist okay. Kommission ist auch hoch. Nö. Und es schneit. Das ist schön. So, er arbeitet jetzt hier einmal frei. Er macht das ganze Getreide zu Mehl. Das ist auch gut. Und hier müsste dann auch immer gearbeitet werden. Wolloutfits haben wir genug. Hautoutfit, das reicht für 44 Leute. Und die sind ja schon angezogen, ne? Die zählen da nicht mit, wenn die schon angezogen sind. Es sind mehr Leute. Da. Ja, Wolloutfit. Das sieht aber ganz schön kurz aus für den Winter, ne? Nahrungstechnisch? Ja, wir haben genug Nahrung. Wir haben Milch ohne Ende. Die vergammelt schon fast. Da wären sie dann laktoseintolerant, wenn sie viel Milch trinken. Über die Jahre. Okay, der ist fertig und abfahrbereit. Wie sieht's hier hinten aus? Den können wir dann abholen. So, was sagt's hier? Den können wir dann abholen und da können wir den bestimmt auch abholen. Jawohl. Das wären nochmal schöne Projekte, würde ich sagen. Die Mauer ist wieder nicht komplett, ich wusste es. Hier kommen sie dann nachts rein und die Leute sind tot. Zack. So, hier passt's wieder. Okay, sehr schön. Wo werden wir als nächstes die Stadt ein bisschen erweitern? Hier hinten, ne? Müssten wir aber die Felder wegräumen. Dass wir vielleicht doch den Stall noch reinnehmen. Und hier so eine Mauer ziehen, hier lang. Hier so dazwischen. Hm. Ja, wir warten erstmal ab. Da geht's los, jetzt hier im Winter. Ah, das ist schon, das ist ordentliche Knuffe. Das ist anstrengend. Vor allem zu zweit. Wenn jetzt hier 5, 6 Leute dran wären, würde ich es ja noch einsehen, aber zu zweit ist schon hart. Das fordert alles ab. So, wir können noch genug. Wir haben noch 4 Mal Ruhe heute. 5 Megalithen haben wir. Dann steht bald der Steinkreis. Was können wir noch bauen? Dolmen einfach nur, ne? Großes Monument. Ja, das könnte man dann irgendwo in den Bergen noch hier hinsetzen, so in der Art. Eigentlich wollte ich sie auf den Berg setzen, aber es geht ja nicht, weil es ist so groß. Hier, der Dolmen passt zum Beispiel hier hin. Hätte man eine coole Kultstätte. Aber erstmal will ich den großen Steinkreis fertig haben. So wie der Sturm, wir haben den Winter überlebt, wir haben 10 Mal, wir brauchen noch 10 Stück und dann gehen wir in die Kupferzeit, würde ich sagen, und Speed wieder hochdrehen. Oh, da blitzt's. Oh, hier geht's ab. Überall schlagen die Blitze ein. Aber den Wildschwein, denen geht's gut. So, Bevölkerung hat die 40 Marke erreicht, das heißt, wir bekommen 3 Wissen, sehr gut, wir brauchen ja wieder neue Häuser, nicht gut. Na, ja, eigentlich doch, passt schon. Ja, weiter die Siedlung einfach hier hinten noch. Neben der Kultstätte. Da kann man bestimmt gut leben. Und wir haben gespeichert. Danke. So, hier hinten noch an der Kultstätte. Passt das? Nee. Wir könnten jetzt hier noch ein Häuschen hinsetzen. Da ist ja der Eingang. Also müssten wir hier eins hinsetzen. So. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Da können noch mal 8 Leute mehr kommen. Haben wir dann einen Speicher, also sagen den Bevölkerungsspeicher von 12, wenn man das als Speicher sehen kann. Das brauche ich nicht mehr, das kann da weg. Die reichen hier eigentlich jetzt zur Zeit. Warum hier nicht gearbeitet wird, verstehe ich nicht und hier nicht. Ich habe Brio hoch, es ist alles da. Aber es wird nichts gemacht. Hier muss nicht unbedingt... Hier müsste aber jemand, weil wir haben genug Mehl da. Genug Korn. Meine Fischer, wie sieht's hier aus?
Also geangelt könnte auch werden. Haben wir denn Angeln da? Wir haben Harpunen da. Sind die alle jetzt hier mit der Feldarbeit beschäftigt oder haben wir so viele Felder? So, da kommt der dritte Stein. Schön langsam wurde durchs Haus gezogen. Naja, okay, gerade so dran vorbei. Hauptsache kommen jetzt hier noch lang, aber müssten sie eigentlich. Na, doch, sieht gut aus. So, das ist der dritte Stein. Dann müsste es ja hier weitergehen, ne? Ja, hier ist auch schon ready. Ist da schon einer dran? Ja, baut noch. Okay, er baut noch. Hier fährt noch alles. Ein Schaf wurde geschlachtet, eine Ziege wurde geschlachtet. Das heißt, bei mir Leder ohne Ende. Ja, das kann weg. So, wir brauchen noch 6 Mal Forschung. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei einer neuen Runde Dawn of Man. Bis dahin, ciao, euer Rob.